Seien Sie gegrüßt, Alexei Vassiljewitsch. Irgendwie kann ich nicht daran glauben, dass es von den Göttern alles strikt geplant ist. Hat denn unser höheres Selbst überhaupt keinen freien Willen? Und können wir auf unsere Lebensumstände überhaupt Einfluss haben? Und was passiert, wenn wir mit Hilfe von unserem Willen gegen unser Schicksal vorgehen? In Wirklichkeit programmieren nicht die Götter unser Schicksal, sondern wir selbst. Und die Götter geben uns nur die Möglichkeit, das zu realisieren, was wir brauchen. Ohne meinen Willen wird mein Schicksal nicht programmiert. Ich selbst aber zu meiner Zeit habe mich sehr viel damit beschäftigt, ob denn gegen mich irgendeine Gewalt ausgeübt wird. Ich garantiere zu 100%, dass keinerlei Gewalt gegen uns ausgeübt wird. Das Schicksal ereignet sich mit unserem Willen. Zumal das, was programmiert wurde, wurde von mir selbst programmiert. Das heißt, es wurde programmiert, damit ich die und die Eigenschaften ansammle. Daher habe ich das selbst programmiert, zu meinem Wohl. Das ist ungefähr so, als wenn ein Mensch vom 10. Stock springt, aber beim 5. Stock fliegend sagt er sich, na, jetzt möchte ich aber zurückkehren. Warum wirkt denn die Gravitation auf mich auf einmal so stark? Ich möchte wieder zurück zum 10. Stock. Aber wir selbst haben uns ja entschieden, aus dem 10. Stock zu springen. Und genauso haben wir uns selbst entschieden, in diese Reinkarnation zu gehen, mit einem gewissen Ziel. Und genauso ist es auch bekannt, dass, wenn du aus dem 10. Stock springst, du ein bestimmtes Ergebnis erreichen wirst. Und genauso ist es auch hier. Man kann aber auch jetzt Einfluss auf sein Schicksal nehmen. In den Veden heißt es so, es gibt ein bestimmtes Schicksal und das Schicksal ist gefüllt von Aufgaben, die wir meistern müssen. Und diesen Aufgaben können wir nicht entweichen. Aber es hat auch keinen Sinn, den zu entweichen, weil wir diese Lektionen brauchen. Aber während diesen Lektionen können wir viele blaue Flecken bekommen oder wenige. Das ist genauso, wie wenn ein Fluss von A nach B fließt und man die Flussrichtung nicht wirklich beeinflussen kann. Und es auch keinen Sinn macht, sie zu beeinflussen, denn unser Ziel ist ja, auf das Meer hinaus zu gelangen. Mit anderen Worten, das Ziel in unserem Leben. Aber im Fluss gibt es auch verschiedene Hindernisse. Man kann auf einen Stein stoßen, man kann sich in eine Wurzel verhaken und so weiter. Aber im Fluss gibt es die sogenannte Stromschnelle. Das ist der schnellste Durchfluss in einem Fluss, der alle Hindernisse umgeht. Also das, was unsere geistige Evolution fördert. Und unsere Aufgabe ist es jetzt zu meistern, diesen ganzen Hindernissen aus dem Weg zu gehen. Also das Ziel, diese Stromschnelle anzustreben. Dann bekommen wir keine blauen Flecken und unsere geistige Entwicklung geht voran. Dies ist möglich. Das heißt, wir müssen durch diese Situation durch. Wir müssen den Fluss entlang schwimmen. Wir können dem nicht entweichen. Wir kommen zwar in diese Situation, aber wir bekommen keine blauen Flecken. Wenn wir uns an den Willen des höheren Selbst halten, das heißt, den klaren Verstand benutzen, werden wir genau der Stromschnelle lang folgen. Und wir werden unsere ganzen Lektionen meistern, mit so wenig wie möglich blauen Flecken. Ich denke, dass jeder Erwachsene schon mal in so einer Situation war, wo er sich gedacht hat, so darf man nicht machen. Wenn ich etwas so und so mache, wird das schlecht sein. Und obwohl er mit allen möglichen Mitteln versucht, dieser Situation zu entweichen, macht er das trotzdem. Also musste er diese Lektion meistern. Aber wenn er mit allen Mitteln versucht hatte, diesem Schlechten zu entweichen, dann wird er mit maximal wenig Verlusten diese Aufgabe meistern. Und er kommt nicht mit blauen Flecken davon. Wenn er aber sagt, ja, da ist die Situation, die ich schon immer angestrebt habe, und jetzt bekomme ich sie, dann stolpert er und fällt aufs Maul. Wenn er aber sagt, nein, das ist eine schlechte Situation, ich darf so nicht machen, und dennoch trotzdem in diese Situation gelangt, dann ist es wie mit der Stromschnelle. Er gleist entlang und kommt ans Ziel. So kann man laut dem Veden sein Schicksal steuern. Also mit Hilfe von klarem Verstand. Man kann seine blauen Flecken vermeiden, aber die Lektionen im Leben kann man nicht entweichen. Und soll man auch nicht, denn wir brauchen sie für unsere geistige Entwicklung.